Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Und es geht weiter. Ich habe gerade so einen Schlüssel für so einen Untoten bekommen, der irgendwo an einem Gefängnis von einer Dame hängt. Den würde ich gerne mal testen. Und vorher verbrennen wir noch ein bisschen edlen Knochenstaub. Selber einen PC für den Sohnemann gebaut. Nice. Ich bin der Meinung, man sollte seine Computer immer selber bauen. Moment. Schrein von Amana. Da muss ich jetzt nicht mehr hin, sondern hier. Ja, und diesen Frosch. First try, Leute. War geil. Da lang. Und dann mit dem Aufzug nach oben. Ja, nie. Bezieht sich jetzt auf den selbstgebauten PC? Oh, da sagt der Chat was. Beim letzten Leuchtfeuer im Schrein von der Salzminenschrein bin ich auch noch nicht weitergegangen. Stimmt. Achso, du würdest nie einen fertigen kaufen, wie bei Fahrrädern. Ja, Fahrräder, also meine eigenen Fahrräder, die habe ich auch alle selber zusammengebaut. Aber Kumpels, die mich fragen wegen Computer, sage ich immer, hey, komm, wir suchen dir die Teile raus und wir bauen den zusammen gemeinsam auf. Dann wissen die Leute auch, wo sie hingreifen müssen, wenn was nicht funktioniert oder wenn sie was upgraden wollen, können sie es einfach machen, ohne sich Sorgen zu machen. Wenn was kaputt geht, schickst du nur ein Einzelteil weg und kannst den PC teilweise sogar noch benutzen. Auch wenn jetzt ein RAM-Riegel kaputt gegangen ist und lauter solche Sachen. Deswegen Computer immer selber bauen. So, schauen wir mal. Was hast du zu melden? Warum fragt er mich, ob ich den Schlüssel benutze? Was ist das für ein Schlüssel? Holy shit! Okay. Hey, hi. Okay. Ring des Todes. Ring des Todes. Da. Bewahrt menschliches Aussehen sogar einer Hülle. Menschliches Aussehen. Ha. Ob mir das was bringt? Weiß ich nicht. What? Muss ich jetzt nochmal da hoch? Ich glaube, ich muss nochmal kurz hoch, wenn die da das Singen anfängt. Oder nicht? Ach, wird schon nix sein. Die lange Aufzugfahrt dauert viel zu lang. Ja, stimmt. So, dann in dem Fall hat der Chat ein bisschen gebackseat-gamed. Das wird ja wohl das hier sein, denke ich. Genau, also wir haben hier einmal den Turm nach oben. Okay. Und unten war auch noch eine Tür. Oh, hab ich mich jetzt. Du hast mich erschreckt, junge Dame. Ah, hier sind noch mehr.
Ich habe übrigens rausgefunden, wie ich das Schwert unter Kontrolle bringe. Ich drücke einfach nach vorne, wenn ich hau. Kannst du mal nicht? Aua! Ha, das erinnert mich ein bisschen an diese Schlangenschreine. Beten. Leider passiert nichts. Hey, wer seid ihr? Irgend so ein dahergelaufener Trottel. Was ich von euch will, ich will nach zum Drelic, zu dem König, Mann. PC-Klamotten? Ist ja auch alles echt einfach geworden. Was meinst du mit Klamotten? Okay. Okay. Ach, Komponenten, okay. Ja, okay. Yep. Okay, gerne. Euer Samen. Moment. Oh, schade, ich dachte schon. Ich wäre was auf der Spur, aber anscheinend doch nicht. Welchen Ring hatte ich jetzt rausgetan? Weiß ich nicht mehr. Zauber, mehr Objekte, mehr Seelen, Explosion. Da, wann nehmen wir den? Passt schon. Ja, das ist echt nicht mehr so schwer. Oh, hi! Ich find's nicht so geil, was hier passiert. Okay. Warum sind hier so Bombentypen auf dem unterwegs? Ach, Leute. Wenn ich's doch übersehe. Wir haben doch erst drüber gesprochen. Ach, ihr seid ja wieder am Start. Hi. Habe ich wieder den Bogen drin, ne? Nee, warum bin ich jetzt zu schwer? Warum bin ich jetzt zu schwer? Okay, ja, auch gerade nackig rumlaufen, wenn das hier alles kaputt ist. Ja, okay, jetzt geht's. Hast du was in meinem Inventar gesehen? Wow! Junge! Chill mal! Ey, ich hab gesagt, chill mal.
Kann ich, aber das kann ich ja nicht zeigen. Ich kann ja nicht hergehen und sagen, guck mal, ich kann es nur löschen. Okay. Nochmal was, göttlicher Segen, okay. Ja, vielleicht ein bisschen. Du gibst mir noch mehr? Versteinertes Etwas. Okay. Okay, jetzt. Jetzt wird sich wiederholt. Okay. Versteinertes Etwas. Angenehme Konsistenz. Oh Mann. Also keine Ahnung, ey Leute. In deinem Inventar habe ich irgendeinen Ring, den ich gegen Feuerschaden benutzen kann oder was? Stimmen von Gegnern hörbar. Weiß ich nicht. Gegen Stoßangriffe. Erhöht Trefferpunkte, Ausdauer und maximale Belastung. Wait, das klingt eigentlich geil. Was machen denn die anderen beiden Ringe? Erhöht Balance und erhöht körperliche Angriffe. Ich glaube, dann mache ich mal ein bisschen hiervon rein. Junge, nee. Ach, was zum... Du bist doch ein Depp, ey. Ey, warum können die so ausweichen, Mann? Nee. Warte mal kurz. Mist. Nein, nicht nochmal. Nicht nochmal, aber nochmal. Du blöde Ratte. Mit so einem Mini-HP. Och, jetzt, was ist das? Reicht jetzt. Feuersamen. Was macht der Feuersamen eigentlich? Feuersamen. Feuersamen, Feuersamen, Feuersamen. Keine Ahnung. Ich sehe hier nirgendwo was, was aussieht wie ein Feuersamen. Heil dich, Feuersamen. Aber was ist denn der Feuersamen hier von diesen Sachen? Ich finde den nicht. Achso, ist das gar nicht hier? Ist das irgendwo anders? Nee.
hier, jetzt hat. Okay, Feuersamen, Stärk, Pyromantieflamme. Ah, guck an, okay. Alles klar, passt. Nochmal einer von denen. Warum laufe ich hier eigentlich hin? Wieso wusste ich, dass du genau das tust? Tot! Hier ist ja nix. Da ist ja gar nix. Augen auf, ja. Meinst du, ich hab sie zu oder was? Muss ja auch aufpassen, dass ich hier nicht ins Wasser falle. Ach, Kiste. Hallo. Menschentöter. What? Die Ringe sind ja aber schnell kaputt gegangen. Menschentöter. Gibt es hier nicht eine Liste? Ach, da, Menschentöter. Ach, guck mal. Ein Katana. Okay. Asketenleuchtfeuer. What? Stärkt nahe Feinde. Ja, vergiss alles. Ja, genau. Wozu? Ist klar. Oh Mann. Ja, das Emote ist auch ein bisschen klein, ne? Da müsste ich nochmal drüber gucken. So, und du, gute Lady, singst weiter vor dich hin. Ja, ist okay. Jürgen plus 5, ja. Hab ja auch sonst nichts zu tun, wa? Soll ich mal einfach nur aus Jux an der Freude? Jetzt liegt's da. Nee. Jetzt habe ich aber schon. Oh, hat der mich erschreckt? Oh. Dämmerungskraut. Magiepfeil. Oh, cool. Okay, frische Pfeile. Einhändig ist das natürlich geschickt, wenn man da zwei so vor sich hat. Du warst ein bisschen assi, wenn ich mich richtig erinnere. Yep. Aber nur minimal.
Diesmal habe ich dir nicht so viel Schaden gemacht. So, was ist das hier? Oh nee, tiefer runter. Runter mag ich eigentlich nicht so in dem Spiel. Bin jetzt nicht so der größte Freund von tiefer runter. Ich such doch nur einen Drang-like oder wie der Typ heißt, ey. Irgendwer hat mir gesagt, ich soll zu ihm. Ach so, genau, das war so dieser komische Riesenboy, der aus den Flammen kam. Hey, Leuchtfeuerlein. Gruft der Untoten. Oh! Ha, zack. Oh. Gerade habe ich über dich gesprochen. Aber musst du mich denn jetzt hier so erschrecken? Ja, wir kennen uns bereits, richtig. Du hast mich erschreckt. Ja, Kollege, du hast gesagt, ich soll den König Drangleik aufsuchen und ich bin auf der Suche nach ihm. Ich dachte, du bist jemand, der mir irgendwie hilft, aber nee, anscheinend nicht. Okay. Aha, okay. Ist das Leben eine Lüge? Weiß ich nicht. Immer noch. Noch immer nach Frieden? Bis jetzt habe ich keinen gefunden. Nach Frieden. Frieden ist gut, ja klar. Ah, Wendrick, den soll ich suchen, genau. Und nicht weit weg. Ja, dann, lass mich durch. Ja, was ist ein König? Das hatten wir vorhin schon mit der anderen Lady. Bin ich mir auch nicht so sicher. Wonach sucht ihr? Nach dem Ende des Spiels. Ich könnte es nicht einmal selber sagen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich den Endboss suche. Story verstehe ich hier sowieso nicht, Kollege. Ende wo? Ja, weiß ich nicht. Soll ich einmal leveln? Meine Ausrüstung reparieren. Aber so viel gebracht hat sie mir auch nicht, ne? Ach komm, wir reparieren schnell die Ausrüstung. Schade, keine Titanitbrocken. Das wäre natürlich auch mal witzig, oder?
So, Katana? Ach komm, wir gucken mal. Ah, oh, glitzerndes Titanit, nicht genug. Wo ist es denn, das gute Katana? Da. Das vergiftet. Ja, cool, okay. Der Verfolger gibt dir Glitzer. Wieder so die ultraleichte Rüstung anziehen, die ich hier finden kann. Einfach nur, damit ich sie anhab. Gibt es hier noch leichtere Handschuhe? Nee. Nö. Aber jetzt könnte ich, glaube ich, ein bisschen mehr tragen, ne? Ja, theoretisch. Aber ich will ja dicken Schaden, eigentlich. Das Katana, das ist jetzt nur so ein Spaßding. Ich will schon das fette Großschwert mitnehmen. Witzigerweise kann ich ein bisschen mehr anziehen. So, also, wo war denn jetzt die Nummer? Ist das das hier? Gruft der Untoten, ja. Ja, das liegt an dem einen Ring, dass ich mehr tragen kann, ne? Aber geil, machen wir. So, hi, hallo, jemand da? Ja, zwei von euch. Und da hinten einer mit einer Fackel. Hi, wann wollt ihr mich? Der mit der Fackel, den, da habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Geh mal weg, ja. Dann kann ich mich um den hier kümmern. Kommt dein Kumpel? Nö. Der lässt sich einfach alleine. Ich würde mir die Freundschaft mit dem nochmal ganz stark überlegen. Oh oh, scheiße. Kacke. Salzmine Nummer 2. Oh Mann. Wenn ich das schon wieder lese. So, Junge, tut mir leid, ich hab dich zu wenig gehauen. Ich weiß. Machen wir jetzt besser. Das? Oh mein Gott. Oh Gott, du hast zwei Schilde, mit denen du kämpfst. Autoritätsgamaschen. Geil. Oh nee, das sind doch wieder Brutzler. Na, was habe ich gesagt? Brutzler. Oh nee. Verlassene. Nein, 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 nicht brutzeln. Leute, bitte nicht brutzeln. Ach, jetzt habe ich unnötigerweise gesoffen. Ich warte auf den Verlassenen. Wo ist er? Komm her.
Wow. Was ist denn das wieder für eine Waffe, ey? Warum hat der so eine fette Sense, mit der er so schnell zuhauen kann und mir so viel Schaden macht? Ach, Mann, und wo bin ich hier überhaupt? Wo geht's hier lang und was ist zu tun? Ich weiß nicht mal, ich will doch nur. Mann, ich laufe nur diesem Typen hin. Ich gehe hier nur rein, weil der Typ gesagt hat, ich soll irgendwie einen Typen finden. Mei, oh 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 mei. Ach, er ist ja auch wieder da, stimmt. War das dein Kumpel? Sorry. Autoritätshandschuhe. Okay. Wir hauen neben ihn. Zwei Brutzler. Die gebrutzelt werden wollen. Oh Scheiße, Mann, die vergiften einen? Warum? Okay. Okay. Gut. Haben was. Da hast du dir aber auch genau den richtigen Zeitpunkt ausgesucht. Welche Autoritätshelm? Okay. Jawohl. Geil. Oh, die vergiften einen, ey, das ist nicht geil.
Das ist echt nicht geil, Leute. Oh, das ist echt nicht geil, dass ihr Giftige seid. Will nicht mal einer von euch hier kommen, bitte? Nee? Scheiße. Hä, aber der hat mich jetzt nicht vergiftet. Was hat mich denn da vergiftet? Den anvisieren bitte, danke. Und am besten treffen bitte auch. Das wäre geil. Hä, was hatte mich denn... Ach so. Ich weiß, was mich vergiftet hatte. Irgendeinen Saft von denen. Tschüss. Will nichts mit euch zu tun haben. Hallo? Ich habe nicht vor gehabt, Licht anzumachen, ehrlich gesagt. Ich sehe noch genug. Okay. Kein Boss, okay. Was ist das hier? Ah ja. Ich sehe schon. Seele eines Helden. Ich weiß nicht, ob es klug war, gegen die Glocke zu hauen. Ich denke nicht. Oh, was bist du denn? Oh Mann. Ah! Ey, wo, warum? Bleib weg! Titanitbrocken. Oh, da könnte ich noch mal irgendwas leveln vielleicht. Nee, hier war ja... Ich hätte gerne diesen Hebel bedient da drüben, aber daraus wird wohl nichts. Zum Tanz aufgefordert. Ja, ich denke auch. Kannst du bitte... Warum? Warum respawnen sie? Unterlassen sie das? Oh! Hi! Glatter seidiger Stein. Glatter seidiger Stein. Auch schon gemerkt, dass der beste Loot in Dark Souls sind glatte seidige Steine. Menschenbild. Oh oh, jetzt habe ich noch eine Glocke geläutet. Ja, warte kurz.
Aha. So, weiter im Text. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich gelootet habe. Ach so, ihr seid ja wieder da, stimmt. Ich habe ganz vergessen, dass jetzt hier ja. Hey, ja. Hi. Dass er hier jetzt einmal gerespawnt wurde. Glatte seidige Steine. Auch schön hier. Ach ja, die Kommentare. So schön finde ich es nicht, ehrlich gesagt. Nein, ich habe eine Glocke erwischt. Lass mich mal ganz kurz. Warte, warte, warte. Wir müssen uns. Tschüss. Och nee. Wer weiß, was passiert, wenn man das Licht anmacht. Ja, wer weiß. Keine Ahnung, werden wir nicht rausfinden. Ich find's schön im Dunkeln. Ich mag die Dunkelheit. Warum sind die Steine wieder ganz? Weil ich gestorben bin. Deshalb. Nee, die Gegner haben auf die Glocken gehauen. Ja, verpiss dich. Scheiße. Ich hab gesagt, verpiss dich. Will nicht mit dir kämpfen. Hier vielleicht. Komm, hier haben wir Platz. Komm her. Namenloser Thronräuber. Dich habe ich gehört. Von hinten sich anschleichen. Ja. So machen wir das hier eigentlich nicht. Okay. Okay. So, jetzt haben wir zwei von euch, ha? Hm. Natürlich mache ich beiden Schaden. Oh. Erstmal einen. Einen nach dem anderen, bitte. Oh, er trifft mich. Da hinten. Da hinten hat er mich noch getroffen. Warte kurz. Jawohl. So. Danke. Okay. Aufzug. Loch. Oh nee. Oh nee. Ein Loch, ohne dass ich weiß, wo es hingeht. Oh nee.
Gut. Oh nee. Hau doch da nicht drauf, ey. Jetzt kommen hier so viele. Boah, ist das mies. Nee, Leute, warte kurz. Lass mich mal einfach kurz hier durch. Scheiße, Mann. Dameback, okay. Oh Mann. Ey, und Itzio hier, Daniel, du willst mich immer nur, ich weiß nicht, dir traue ich nicht mehr. Dir traue ich nicht mehr. Bin doch nett. Du sollst aber keine Tipps geben. Die Babo-Milchschnitte. Zockst du noch Tarkov? Aktuell weniger. Irgendwie hat mich zwischendurch mal die Lust gepackt. Ja, ich hab's mal gespielt. Und grüß dich, hi. Shit. Ich kann hier nicht zweimal hauen. Ich muss sie langsam machen. Aua. Du hoffst, dass Tarkov für die PlayStation kommt. Oh Gott, mit dem Loot-Menü. Uff. So, wo war ich jetzt schon drin? War ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht. Hier ist der Hebel. Nice. Was macht der Hebel? Der schaltet hier eine Abkürzung frei. Okay. Aber ich habe ja schon. Nee, ich habe noch kein besseres Leuchtfeuer. Ah. Hallöchen. Warum? Warum läutet ihr die Glocke? Lasst das einfach. Hi. Hi. Wenn man fähige Leute hat, klappt das. Ja, das stimmt wohl. Hi, wer bist du denn? Ich habe kein Licht angemacht. Sei gefälligst freundlich. Och nee, er hat einen Riesenprügel und es ist eine Glocke. Nee. Ah, das ist. Uff, okay. Hoppla. Tut mir leid. Scheiße.
Oh Mann. Also, wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste ich jetzt in der Lage sein, hier durchzulaufen. Ja, nice. Geht hier noch irgendwas? Ach, guck mal, da ist eine Kiste im Dunkeln. Magiestein, Mitternachtsstein. Keine Ahnung. Okay. Ding dong. Nee, ihr könnt ja auch zaubern. Die zaubern mir einfach hinterher. Habt ihr gesehen, wie seine Lanze durch den Stein gestoßen hat? Okay, ich darf jetzt kurz den Chat nicht lesen, habe ich gehört. Nein, ich habe die Glocke gehauen. Nein! Magische Lanze. Aua, 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 aua. Okay. Du darfst wieder. Klar. Tassimo ist tatsächlich auch schon eine Sache, die ich echt schon öfter gelesen habe und gehört habe. Ich glaube, ich habe hier wieder einen Boss, der zur Nemesis wird. Und ich habe das Gefühl, rechts rumlaufen wäre vielleicht besser. Oh. Yep. Gibt's Leute, die die Avengers-Filme nicht gesehen haben? Abgefahren. Ah, er hat schon wieder die Homing-Keule. Die Homing-Keule ist am Start, die sich beim Runterfahren, kurz bevor sie mich trifft, nochmal um 45 Grad bewegt und dann mir schön bonk einen drauf gibt. So, bin ich hier mit dem Schwert gut dran? Mit dem Zweihänder? Oder gehe ich auf ein riesiges Schild und ein Katana oder sowas? Boah, was er für eine Reichweite hat. Ach du Scheiße. Ja, hau mal die Säulen weg. Ich brauche auch ein bisschen Platz. Ich fühle mich gerade überhaupt nicht konfident mit seiner Waffe.
Also mit seiner, die er hat, die auszuweichen. Weil das die Keule ist. Und die Keule, die habe ich schon bei diesen anderen gehasst. Och. Und was für eine Reichweite er mit dem Ding hat. Wahnsinn. Ich glaube wirklich, dass ich besser klarkomme, wenn ich das große Schild nehme. Ich meine, für was habe ich es denn, ne? Und auch gesammelt und so. Dieses und das Katana. Ist zwar Neuland, die Waffe. Habe ich noch nicht gegen Gegner gespielt, aber vielleicht klappt's ja. Bin ich in der Light Roll? Ja, sehr gut. Wie viel habe ich? 6. Da kann ich sogar noch ein bisschen was draufgeben. Sieht auch ein bisschen stylischer aus, ne? So, schauen wir mal, was deine Keule gegen mein Schild macht. Er tritt mich, weil ich ein Schild benutze. Okay, ja. Ja. Ich glaube, damit sind wir besser dran. Gedrückt hoch, Schild hochhalten. Dauert hier länger als in Dark Souls 1. Okay, aber so wird's was. Leute, so wird das was. Dauert ein bisschen länger, aber uff. Scheiße. Da habe ich nicht mit dem weiten Schwung gerechnet. Macht er nochmal einen? Nee, okay. Was macht er jetzt? Nee. Ups. Er macht mehr Schaden auf jeden Fall. Aha. Dagegen hat das Schild jetzt leider nichts gebracht. Das Geräusch ist so geil, wenn er mich trifft. Dong! Dong! Ich feier's voll hart.
Oh oh. Autsch. Och nee. Weil er wieder die Todesreichweite hat. So ein Mist. Sieht zu viel Ausdauer ab. Das ging doch jetzt easy. Ich war tausendmal besser als mit dem großen, als mit dem Hammer. Das war ein bisschen assi, ja. Aber ich war zufrieden mit der Leistung, mit dem Schwert und dem Schild. Ach fuck, ich habe nicht mit dem dritten Schlag gerechnet. Nee, ach, das Schild hochheben dauert hier einfach ein bisschen länger als in Dark Souls 1 und das muss man, da muss man ein Gespür für kriegen. Ich habe bisher nicht so mit Schild gespielt. Ja, es dauert einfach länger, das Schild hier hochzuheben. Scheiße, es dauert länger, verdammt! Achso, hier konnte ich ja prügeln, ne? Wenn er das macht. Achso, jetzt macht er wieder einen... Ja. Aua, das war neu. Ach, scheiße. Wird er hinten raus ein bisschen schneller? Ich glaube, er ist ein bisschen schneller mit seinen Angriffen. Oh, Mann, das war schon wieder gut. Das war schon wieder richtig gut. Komm, einen Versuch machen wir noch. Ich weiß nicht, ob der Giftschaden bei ihm vielleicht mit dem Katana vielleicht nicht das ganz Richtige ist. Vielleicht wäre ein anderes Messer besser. Besser Messer. Autsch. Ne, okay, dreimal geht nicht. Dreimal hauen kann ich ihn nicht. Boah. Der Stoß.
Ich denke mal, er macht da noch einen zweiten Schlag, aber der kommt nicht immer oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Doch, jetzt... Nee, hä? Das sieht so aus, als würde er noch einen zweiten Schlag machen hier. Ach, ich wollte schon wieder dreimal hitten. das wäre fast ins Auge gegangen. Macht er da immer nur einen? Ich dachte, er hat ja auch mal zwei gemacht bei dem Schwung. Hier, bei dem okay, das ist ein anderer Schwung. Jetzt macht er zwei. Verdammt! Und jetzt den dritten noch. Er macht sogar drei manchmal. Aber auch nicht immer. Ach, fuck. Jetzt habe ich wieder nicht mit dem zweiten gerechnet. Zu langsam Schild hochhalten. Dauert zu lange. Nicht mit dem Weiten gerechnet. Mist, ich wollte gerade ausweichen. Nein, ich habe zweimal gedrückt und er braucht ewig für den zweiten. Oh, nee. Er hat ewig für den zweiten gebraucht. Ich dachte, er kommt nicht mehr, der zweite Stein. Und war dann schon so im... Gut, wenn er den zweiten nicht benutzt, weil ich zweimal gedrückt habe, so schnell hintereinander, dann halte ich jetzt mein Schild hoch und mach's dann danach nochmal. Aber der kam noch, der zweite Stein, nur einfach so spät. Ach, Kacke. Ehrlich... Einer geht noch. Ein Versuch geht noch. Mega ärgerlich. Ja, jetzt dachte ich wieder, der zweite Schlag kommt nicht. Das ist so ein Moveset, da macht das manchmal und manchmal nicht, ne? Das ist einfach... Dong! Scheiße. super, nein, jetzt habe ich gesoffen, ich Depp. Ach gut, geht noch gut durch. Passt. Zu spät gedrückt. Also ich hab rechtzeitig gedrückt, aber das Schild hochhalten dauert einfach so lange in Dark Souls 2. Also es dauert nicht so lang, aber es dauert länger als es gut ist für einen Bosskampf.
Hoppla, das wollte ich nicht. Ups. Shit. Oh, jetzt muss ich ganz dringend saufen. Scheiße, kein Fenster. Komm, mach mal dein Zauberzeug. Doing. Dein Zauberzeug würde mir jetzt ganz gut tun. Dong. Yes. Nice. Puh. Pop. Feldstadtseele. Okay. Oh, oh, oh Gott. Oh. Was bist du? Du bist der König. Ich greife dich jetzt mal nicht an. Königsring. Will ich ihn am Leben lassen oder killt er mich? Leider passiert nichts. Ja, es hieß, ich solle dich aufsuchen, guter Mann. Kann ich mit dir reden? Will ich neuer König werden? Schnetzle ich ihn einfach? Ich meine, ich habe jetzt den Ring des Königs. Damit kann ich vielleicht ja die Türen aufmachen, die ich da entdeckt hatte. Die paar. Öffnet das Königstor. Ja, guck mal an. Aber hier ist kein Leuchtfeuer. Und hier liegt die Rüstung des Guten. Die hast du wohl ausgezogen, Kollege. Ich bin mir sehr, sehr unsicher. Leider passiert nichts. Muss ich den Ring anlegen vielleicht? Nee, nicht den wechseln, sondern ich wechsle den. Leider passiert nichts. Ich hätte ja echt gern... Oh, da oben ist ja eine. Hallo? This ring is the symbol of the king. Ja? Use it to gain passage through the king's gate. Ja? Adventure to the far east. Weit in den Osten, okay. If you are to be the next monarch, then one day you will walk those grounds without really knowing why.
Okay. Vielleicht habe ich ja dann auch gar keinen Bock, so wilde Dinge zu tun. Gute Dame, kann ich auch einfach weiter hier cool, der coole Babbo des wilden Gebiets des euers, eurer Welt sein? Wie wär's? Lassen wir das einfach mit dem König werden. Ich würde zwar gern den Endboss killen, aber ohne dass ich danach König bin oder nicht. Das, wie wär's? Können wir da was regeln? Nein? Ah, na gut. Ah, oh, geil. Das mit dem Schild aufs Schild wechseln war eine gute Idee bei dem Boss. Ich glaube, ich hätte mir mit dem Zweihänder so schwer getan, dass ich äußerst, äußerst salzig geworden wäre. Leute, Leute, die ihr hier auf YouTube dieses Video zu Ende geschaut habt, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr da wart. Das nächste Mal, ich werde eine Nacht drüber schlafen, aber das nächste Mal geht's, glaube ich, so ein bisschen ins Endgame-Content. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir hier schon in dem Bereich kratzen, aber anscheinend, weil jetzt habe ich ja mindestens drei Türen oder vier Türen schon entdeckt, die sich mit diesem Ring öffnen lassen. Ja, mal schauen. Ich möchte ja schon irgendwie das Spiel abschließen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erstmal im Schloss gucken, ob es da eine Tür jetzt gibt, die mich dann zum Endgame führt. Mal schauen. Mal schauen. Jetzt kommt hier vom Chat, war ein guter Run. Hat Spaß gemacht. Ist das Spiel jetzt vorbei? Nee. Wenn ich jetzt ins Schloss gehe, dann brauche ich nicht noch eine zweite Aufnahme machen. Okay, Moment, wir probieren das kurz aus. Wir probieren das doch kurz aus. Ist jetzt blöd, dass ich ein Outro gemacht habe für YouTube, aber wir probieren das einfach kurz aus. Königstor. Okay, jetzt sagt der Chat, da kommt noch was. Okay. Alles klar. Gut, also, dann machen wir das nächste Mal. Ich habe keine Ahnung vom Spiel. Chat hilft mir hier gerade ein bisschen. Das ist auch in dem Fall voll in Ordnung, weil ich mir jetzt überhaupt nicht sicher war. In dem Fall reicht es schon noch für einen weiteren Tag, die ein oder andere Aufnahme. Super. Vielen Dank. Also YouTube, haut rein. Bis dann. Danke fürs Einschalten. Tschüss.